Virgil, Roman von Robert Farah, geholfen von Achim Kramer. Pay attention, here we go. Kapitel 12. Ich denke, das war der Tag, wo ich mit meinem Mitbewohner gestritten habe. Also fast gestritten. Er hatte entschieden, er wird Masseur, genau wie ich, weil er nie mehr einen respektablen Job kriegen würde mit seinem Rausschmiss und allem, und er wollte es zu Hause machen, genau wie ich. Ich sagte, okay, wenn das sein muss, aber du kannst keine tantrischen Massage geben, das geht nicht, weil die tantrische Massage, das ist Sexarbeit, gewiss, und wir können nicht beide Sexarbeit zu Hause machen. Dann würden die Bullen kommen, dann würde das Haus gesetzlich ein Puff sein. Ach Quatsch, sagte er, die Bullen kommen nicht. Das ist 2011. Wir machen, was wir wollen. Geht nicht, sagte ich. Ich bin der Hausbesitzer und wenn die Bullen kommen, bin ich verantwortlich. Sie könnten mich wegen Kuppelei anklagen. Wenn die Bullen kommen, sagen wir einfach, dass wir kein Runterholen machen. Wie könnten Sie sowas beweisen? Super einfach. Kommt ein Polizist in Zivil, ach Quatsch, und er sieht aus total wie David Beckham, irgendein affengeiler Cockney, und du erregst dich, du bläst ihn und holst ihm einen runter und lässt ihm dich ficken, naja, wenn er wie David Beckham aussehe, und dann akzeptierst du 60 Quid, I rest my case. Du darfst keine Mucky-Massage machen. Ich verbid it. Okay, okay, das ist dein Haus. Verspreche es. Ich schwöre feierlich. Danke. Und wenn er wie David Beckham aussieht und ich lasse ihn mich ficken, aber akzeptiere keine Geld? Bitte, Hugh, ich will nicht ins Gefängnis gehen. Ich bin beschäftigt. Du musst total respektable Massagen machen, wenn du Massagen machen willst. Sonst musst du irgendwie anders arbeiten. Im Nachhinein war dieses Gespräch ziemlich blöd. Ich hatte ihn machen lassen können, was er wollte, weil ich more or less fertig mit meiner eigenen Massagekarriere war. Ich hatte sie viel genossen, sie war ein riesiges Vergnügen gewesen, aber Sugarplum, du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Wäsche da anfällt. Am Ende habe ich einen Laundry Service eingeschaltet und das war eine Entlastung, aber my heart wasn't in it. Ich hatte mich 2 Jahre um die verheirateten Männer Londons gekümmert. Und ich war müde. Ich brauchte eine neue Herausforderung. Ich dachte, vielleicht werde ich ein Konzeptkünstler. Wie schwierig kann das sein? Und ich rief meinen Freund Glenn an. Der ist sehr weise. Er ist Direktor einer Musikhochschule. Und er sagte, tolle Idee. Das wäre die perfekte Karriere für dich. Du brauchst nur ein kleines Diplom. Also, du gehst einfach ein paar Jahre in einer Kunstakademie, das ist wirklich kein Rocket Science. Du liest ein bisschen Baudrillard, du lernst anderen Konzeptkünstler zu kennen, du siehst, wie sie sich bekleiden und dann los geht's. Also ging ich online, ich war gespannt, aber das ist ganz teuer, in die Uni in England zu gehen. Das hätte wenigstens 18.000 Quid gekostet. Also rief ich Glenn nochmal an und er sagte, naja, wenn du dir das nicht leisten kannst, könntest du einfach zu Hause bleiben und ein bisschen Baudrillard lesen, kein Problem. Du gehst zu Amazon, du kaufst ein Baudrillard-Lesebuch, ein paar hundert Seiten, das erklärt alles. Dann kannst du problemlos deine Künstleraussagen schreiben.
Ich meine, man muss nur zeigen, dass man eigentlich weiß, wer Baudrillard ist. Und dann kann man super einfach ausstellen. Cool. Und dadurch spare ich 18.000 Quid. Genau. Und wenn du wirklich keinen Bock darauf hast, Baudrillard tatsächlich zu lesen, also wenn du den französischen Poststrukturalismus wirklich nicht ertragen kannst, kannst du einfach schreiben, as Baudrillard so powerfully demonstrates, in alle deine Künstleraussagen. Schreib, was du willst, aber füge immer irgendwo das Satzteil bei, as Baudrillard so powerfully demonstrates. Da kannst du nicht Falsches machen. As Baudrillard so powerfully demonstrates. Ich hab's. Und dadurch sparst du dazu den Preis des Buchs. Clever, oder? Und Sugar Plum, ich habe tatsächlich probiert, eine Konzeptkünstlerkarriere zu basteln. Ich habe das Baudrillard-Lesebuch gelesen. Das war ein Albtraum. Und ich habe einen Gedenkteller hergestellt, Limited Edition. Das war für die Verlobung des Prinzen William. Das war mein erstes und, wie es sich herausstellte, mein einziges Kunstprojekt. Ich habe einen italienischen Illustrator eingeschaltet. Ich habe ihn beauftragt, dass er ein Bild von William und Kate zeichnet, also ein Pornobild. Kate trug einen Strap on. Und William bückte sich. Das war sehr schön und super geschmacklos. Das Fleisch war hellpink. Ich habe 40 Beilagenteller und 20 Essteller hergestellt. Und es war ziemlich schwierig, eine Manufaktur zu finden, die meine E-Mails antworten wollte. Die meisten waren total schockiert, als sie das Bild bekamen. Aber endlich schaffte ich es. Und weißt du was? Ich habe die Teller in einer echten Kunstgalerie ausgestellt. Die war in meinem Kiez. Die war ein Street Art Gallery. Die Leute fanden die Teller total artistically important. Und sie haben auch ein paar verkauft. Ich meine, an echten Kunstsammlern. Aber das führte zu nichts. Das war es. Das war meine Konzeptkünstlerkarriere. Ich meine, ich verkaufte die Teller online, aber das war irgendwie kompliziert. Das benötigte ganz viel Verpackung und es gab im Endeffekt gar keinen Gewinn mit der Kuriergebühr und Versicherung und allem. Aber klar, das war befriedigend zu wissen, dass Leute in den USA und Australien meinen Teller gekauft hatten. Das war mein Punk-Rock-Geste für die königliche Hochzeit. Und man kann nicht zu viele Punk-Rock-Gesten haben, oder? On bad days schien es mir, als ob ich total washed up war. Ich hasste das Drehbuchschreiben. Das Massieren war mir am Ende dann doch zu langweilig geworden und ich war ganz klar nicht für eine Kunstkarriere geschaffen. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf, immer schwarzen Klamotten zu tragen und Kaffee in Hoxton zu trinken und zu sagen, as Baudrillard so powerfully demonstrates. Ich fand Hoxton nicht wirklich der Bringer. Ich fand London nicht wirklich der Bringer. In London ist alles Anstrengung, Anstrengung, Anstrengung. Und es gibt Sex, na klar, aber mit wem? Ich will Sex mit interessanten Leuten haben, mit Leuten, die nicht total gestresst und überfordert und hysterisch sind. Ich besaß ein Haus, sure, und das konnte ich verkaufen. Und für einige Jahre würde ich reich sein, aber what then? Der Mensch braucht eine Zukunft. Und ich bin ein Mensch, der eine glamouröse Zukunft braucht. Ja, dafür kann ich nichts. Ich war ennui-krank, as Brian Ferry so powerfully gedemonstrated hat. Though the world is my oyster, it's only a shell. Damit nicht genug.
Ich bekam etwa gleichzeitig eine Mail von einem anderen Freund, einem sehr lieben Typen, eigentlich einem Tantra-Freund, aber er hatte sich mit irgendeinem Kult eingelassen. Das war so ein You-Can-Be-Successful-Kult. Also für meinen Freund war das gar kein Kult. Sure, aber so war es. Man sollte so einen Kurs machen und das war nicht umsonst. Und mit diesem Kurs lernte man sich, dem Überfluss des Universums zu öffnen. Und danach sollte man automatisch reich werden oder wenigstens erfolgreich oder wenigstens weniger erfolglos. Und na ja, ich hatte nichts dagegen, also toi toi toi, wenn das dich glücklich macht, hau rein. Aber es gab einen Haken, und zwar, es war nicht genug, dass man diesen Kurs einfach machte und Göttin weiß, wie viel bezahlte. Nein, man musste darüber hinaus auch noch rekrutieren. Das war ein wichtiges Teil davon. Man musste seine Freunde einfangen. Und das war bedauernswert. Er hat mir geschrieben und die Mail war etwas taktlos. Er schrieb, er fand es komisch, dass ich so talentiert, aber trotzdem erfolglos war. Und vielleicht sollte ich diesen You Can Be Successful Kurs machen. Und da platzte mir irgendwie der Kragen. Ich dachte, ist das wirklich so offensichtlich, dass ich washed up bin? Haben alle meine Freunde es schon bemerkt? Wie reden sie eigentlich hinterrücks über mich? Na ja, Sugar Plum, so geht es in London. Success, 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 success. Deshalb war das Two-Year-Training mir so wichtig. Es war das Einzige, was ich hatte, das einzige Ding in meinem Leben, das nicht abgefuckt oder abgekämpft oder past its sell-by-date war. Die Typen in Training waren meine Familie. Ich war total engagiert. Ich wollte alles so gut wie möglich machen und es war mir wurscht, wie blöd oder wie peinlich oder wie störend es sein möchte. Ich fand die Workshops sowohl lustig als auch störend. Ich liebte die Facilitators und ich hasste sie auch, weil sie mein gemütliches Wäldchen aufgehoben und umgekehrt und durchgeschüttelt hatten. Und ich jetzt total desorientiert war und wusste nicht, was ich tat oder wer ich war, aber hooray, ich hatte das Gefühl, es ging voran. Und deshalb habe ich mich sehr gefreut, als Sarah mich angerufen hat und mir vorgeschlagen hat, dass wir uns zum Mittagessen treffen. Ich hatte meine Hausaufgabe deutlich noch nicht erledigt und ich hätte gern gemocht, mit ihr ein bisschen rumzuhängen und zu quatschen. Ich hatte den Eindruck, sie war eine echt dekadente Person. Sowas kann man nicht vortäuschen. Sie war the real thing. Alles war ihr irgendwie wurscht, was ich irre cool fand. Und es schien mir, die Braut hatte bestimmt Dinge getan, wofür sie sich danach geschämt hatte. Oder wenigstens Dinge, für die ich mich schämen würde. Vielleicht könnte sie meine Mentorin sein, dachte ich. Vielleicht könnte sie mich zum Schlechten verleiten. Wie sich herausstellte, hatte ich gerecht. Sie konnte dies alles und noch mehr. Kapitel 13. Sarah schlug vor, wir treffen uns im Soho House. Und Soho House, Sugar Plum, naja, was kann ich sagen? Das ist ein respektables Geschäft.
Aber ich konnte mich nie da entspannen. Ich kriegte immer ein komisches Gefühl. Alles ist hip und raffiniert und genau wie Wallpaper Magazine, das gebe ich zu. Aber es war mir doch immer verdächtig. Es war für mich immer too good to be true. Das war wie eine Filmkulisse. Doch war das für mich der falsche Film. Der Groucho Club war Londons erster elitärer Medienbude. Der machte in den 80ern auf. Er war dämlich, aber irgendwie harmlos. Alle haben sich lustig über ihn gemacht, aber nur weil sie alle rein wollten und nicht konnten. Der war doch irgendwie geliebt. Na ja, der Good Old Groucho Club, da hangen out die Promis. Lass sie in Ruhe, sie meinen es nicht böse. Aber das Soho House, das ist aus den 90ern. Das ist irgendwie nicht so unschuldig. Das sind Next Generation Promis. Oder besser gesagt, eine unbehagliche Mischung von Promis und Nicht-Promis. Und die Unterhaltung ist viel lauter als im Groucho. Die Stimmung ist fieberhaft. Und wenn man sensibel ist, kann das ein Tick zu grell wirken. Und ich bin sensibel. Unterm Strich heißt das, man soll weder in den Groucho noch ins Soho House gehen, wenn man ennui-krank ist oder sich washed up fühlt. Aber das ist immer schwierig, so eine Einladung abzulehnen, oder? Sarah schlug vor, wir treffen uns da in Drab. Drab, Sugar Plum, das bedeutet dressed as a boy. Das ist das Gegenteil von drag, was dressed as a girl bedeutet. Du brauchst nicht en femme zu kommen, sagte sie, es sei denn du willst. Aber ich denke, wir sollten uns lieber als Blokes treffen. Das ist eher ein Man-to-Man-Ding. Ich will dir einen Vorschlag machen. Ich erkläre alles, wenn wir uns sehen. Ich war fasziniert. Ich wollte unbedingt wissen, A, wie Sarah als Mann aussehen würde und B, was für ein Vorschlag das sein soll. Ich hoffte, dies war für sie kein Date. Aber das verzweifelte ich. Ich meine, wenn es ein Date sein sollte, hätten wir uns als Mädels getroffen, oder? Vielleicht auch nicht. Vielleicht wollte sie, dass wir als Jungs treffen und dann oben in ein Privatzimmer gehen und uns schminken und einander die Zehennägel anstreichen und total erregt davon werden. Was für mich vielleicht eine Möglichkeit wäre. Ich meine, ich kann überhaupt nicht damit anfangen, wenn ein Mann schon im Fummel ist. Ich stehe auf Secondary Male Characteristics, genau diese Eigenschaften, die Admirers gar nicht sehen wollen, nämlich Männerhaut, Gesichtsbehaarung, Männerklamotten, behaarte Beine, Dr. Martin Stiefel und so weiter. Ich bin nicht schwanzbesessen, das ist für mich ein gesamtheitliches Erlebnis. Ich mag den ganzen Mann. Ich interessiere mich für Männer. Und wenn ein Mann geil ist und will, dass ich ihm die Zehennägel anstreiche, also warum nicht? Ich bin nicht pingelig. Das kann ich mir vorstellen. Also stell dir vor, es kommt ein grässlicher Skinhead, total geil und erschreckend, von Kopf bis Fuß in Ben Sherman und Fred Perry gekleidet, und er sagt, bitte streich mir die Zehennägel an, danach bin ich dein Love Slave für das Wochenende. Naja, warum nicht? Aber ich hatte diese Sarah noch nie als Junge gesehen. Ich hatte keine Ahnung, ob ich auf sie scharf sein würde. Und ich fürchtete, sie wäre eher nicht mein Typ. Ich wusste schon, behaarte Beine hatte sie nicht. Und ich hoffe, dass das für sie kein Date war, weil ich sie irre cool fand und wollte sie nicht beleidigen.
Ich fand das Soho-Haus und ging durch die Tür durch. Sugarplum, ich mag die deutsche Sprache so sehr. Ich meine, durch die Tür durch. Ich finde das irre, dass man zweimal durch sagen muss. Das ist noch für mich eine Neuartigkeit. In England würden wir das Wort nur einmal benutzen. Ich habe dich einmal gefragt, wieso muss man durch zweimal sagen? Und du hast einfach gesagt, um sicher zu sein. Also ging ich durch die Tür durch. Und sofort habe ich mich an alles erinnert. An meine ganze elende Drehbuchautor-Karriere. An all die Jahre, als ich ganz viel Geld in die Tasche hatte, aber trotzdem total lost war. Wie ich durch London durchgegangen bin, through and through, auf der Suche nach Wegen, dieses Geld auszugeben. Wie ich einen Wandteppich aus dem 19. Jahrhundert gekauft habe, der 500 Quid gekostet hat. Und ich mochte ihn eigentlich nicht so sehr, ich habe ihn nie aufgehängt. An die Jahre, als ich an unaufhörlichen Meetings teilnehmen musste, Meetings mit den Tippitoppi-Filmleuten, und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich habe immer gewollt, geistreich zu erscheinen, aber habe dann doch immer was Verkehrte gesagt. Ich habe den Chef von BBC Comedy Department getroffen und er hat mich gefragt, was ich als nächstes schreiben wollte. Stell dir vor, Sugarplum, das war ein riesig großes Privilege, einen Termin mit solch einer Person zu kriegen. Und ich habe ihn bloß geantwortet, keine Ahnung. Nur so, weil es die Wahrheit war. Und jetzt, abracadabra, stand ich da vor der Reception des Soho Houses noch einmal und alles war genau wie in Wallpaper Magazine und ich erinnerte mich daran, wie ich einmal mit Stephen Fry hier zu Mittag gegessen hatte, dem berühmten englischen Schauspieler und Autor, der ist through the roof geistreich. Er hat Oscar Wilde in einem Film gespielt. Und das war auf der Dachterrasse. Wir tranken bestimmt Champagner. Der Typ war total lieb. Aber ich fühlte mich wie ein Hochstapler, weißt du. Mein Problem war, ich fand den Prozess, wie einen Film macht, überhaupt nicht lustig. Wie man an Meeting after Meeting after Meeting teilnehmen musste. Und ich sah, es gibt ganz viele andere Leute, die diesen Prozess deutlich supi-dupi fanden. Schauspieler und Regisseure und Art Directors und alle. Und ich wollte letztendlich aufstehen, genau dort auf der Dachterrasse des Soho Houses, vor den ganzen Tippitoppi-Leuten Londons und kreischen, I can't stand it, I can't stand it, I can't stand it. Habe ich nicht, selbstverständlich, aber die Versuchung war stark. Sarah war schon da. Sie saß an einem Tisch und natürlich, ich hätte sie überhaupt nicht erkannt. Oder soll ich sagen, ihn? Er war jünger, als ich mir vorgestellt hatte, Enddreißiger und ohne seine Perücke viel kleiner. Ich bemerkte einen teuren Anzug, vermutlich maßgeschneidert, teures Bond Street Hemd, goldene Manschettenknöpfe, Siegelring. Er hatte ansprechende, fuchsige Haare, schick geschnitten, aber sonst war er unauffällig. Man hätte gesagt, ein Rechtsanwalt oder Aktienbroker. Hey Girl, sagte er, nice to see ya. Normalerweise hätte ich es total gehasst, Girl genannt zu werden, aber in diesem Fall schien es eher gerechtfertigt. Ich hatte die Büchse der Pandora
freiwillig geöffnet und musste jetzt die Konsequenzen akzeptieren. »Du siehst anders aus!« und er lächelte schalkhaft. »Es ist komisch, wieder im Soho House zu sein«, sagte ich. »Ich finde es immer so...« Mir fehlten die Worte. Ich wollte störend sein, aber überlegte es mir noch einmal. »Das ist für mich wie ein zweites Zuhause«, sagte er. »Die Leute sind so nett. Ich bringe meinen Laptop mit, finde eine gemütliche Ecke und ich kann den ganzen Vormittag arbeiten.« »Cool«, sagte ich. »Und, was machst du beruflich?« Ich konnte nicht widerstehen. »Ach, ich arbeite im Finanzdienstleistungsbereich. Ich bin einer von diesen Menschen, die den Crash verursacht haben.« Er kicherte und nippte auf seinen Kaffee. »Ach so. Hast du Hunger?« »Na klar. Ich empfehle die Gnocchi.« Ich schaute die Speisekarte an. Es gab so viel, dass ich fragen wollte, aber ich wusste nicht genau, was ich fragen durfte. »Naja, das ist ein Geschick, das mein Vater mich gelehrt hat«, sagte er. »Der ist Engländer. Er zog nach Australien mit 30 und er hat es nie geschafft, seinen englischen Akzent zu verlieren. Sein Akzent ist echt putzig. Er redet wie Prinz Charles. Also die Aussies haben ihn nie für voll genommen. Ich denke, er war nie wirklich akzeptiert. Er ist immer einsam gewesen. Aber er hat mir diese eine Sache beigebracht und ich bin dafür dankbar. Ich verstehe Geld. Ich weiß, wie man Geld macht. Also bin ich immer gefragt. Kann ich mir vorstellen. Die Arbeit ist irgendwie spannend, manchmal. Und manchmal super langweilig. Hauptsächlich, weil Finanzleute grundsätzlich Spießer sind. Know what I mean? Na klar, sagte ich, nochmal total beeindruckt. Jemand so Dekadentes hatte ich noch nie in meinem Leben kennengelernt. Hast du dich entschieden? Gnocchi. Good choice. Wir aßen unser Essen und ich hatte den Eindruck, das war kein Date. Das war viel seltsamer als ein Date. Wir waren schon Freundinnen, aber jetzt mussten wir uns als Jungs anfreunden. Das war wie zwei unterschiedliche Verhältnisse mit zwei verschiedenen Menschen, Sarah und Nick. Und es war mir irgendwie klar, diese zwei Verhältnisse hätten sich nicht vermischen können. Es gab Nachtische und Kaffee und geile Kellner und alles. Und ich wartete darauf, dass er seinen Vorschlag machte. Am Ende konnte ich es nicht länger aushalten und ich fragte ihn zögernd, um was es ginge. »Ach ja, ich hätte fast vergessen«, sagte er, was ich nicht super überzeugend fand. »Es gibt ein Party und ich dachte, vielleicht möchtest du mitkommen.« »Oh, cool. Ist das ein Tea-Girl-Ding?« »Na klar. Das ist etwas ganz Bestimmtes und ich denke, du musst absolut dabei sein.« »Oh, danke. Ich meine, dein Diana-Look ist wirklich besonders.« »Tatsächlich? Machst du Witze? Du bist total sie, Girl. Das ist unheimlich.« »Oh, danke.« Ich war überrascht. Ich hatte es eigentlich nicht vorgehabt, Diana darzustellen. Aber ich hatte die Perücke getragen, weil sie die einzige Perücke war, die ich hatte, die nicht aus einem Scherzartikelladen kam. »Ich dachte, du sahst schon Hammer aus im Sweet Wednesday, aber im Way Out war das wirklich ein Kunstwerk mit der Kropfkette und allem. Die Admirers waren fassungslos. Hast du das nicht mitbekommen?«
Naja, große Überraschung. Ich hatte es nicht geahnt. Also, der Clubbesitzer hat mich Prinzessin genannt. Siehste? Aber ich dachte, das war eher ein Cockney-Ding. Du warst die Ballkönigin, Dummkopf. Wusstest du das nicht? Du veralberst mich. Hör mal, es ist immer ein bisschen schwierig zu erkennen bei den Admirers. Die sind nicht sehr demonstrativ. Du musst dich nach Zeichen umsehen. Aber klar, alle haben dich total ausgecheckt. Oh, hatte keine Ahnung. Der Look ist total Hammer. Ich liebe ihn. Hast du Fotos gemacht? Ja, aber ich mag sie nicht so sehr. Favadere? Ich suchte nach die Fotos vom Trans Brighton Express. Sie waren irgendwo auf meinem Phone. Übrigens, ich will deine Grundierung, schwatzte er. Die ist absolut high fashion. Ist mir egal, wie viel sie kostet. Ich fand die Fotos. Oh mein Gott, woher bekommst du das Kleid? Das war ein Dressing Service in Brighton. Kein Witz. Aber hast du es gekauft? Nee, war zu teuer. Kauf es sofort. Na ja, der Typ wollte 300 Smackaroos. Lohnt sich, kauf es, ruf ihn an. Ich wollte nicht geizig wirken, vor allem in Soho House. Vielleicht nächstes Mal. Oder ich kaufe es für dich. Ich war erstaunt. Nein, das könnte ich nicht erlauben. Nick lehnte sich zurück. Seine Haltung veränderte sich. Das war unheimlich. Ich bemerkte seine Uhr. Sie war eine Patek Philippe oder was weiß ich. Das war eine Master of the Universe Uhr. Und auf dem anderen Handgelenk trug er ein goldenes ID-Armband. Hör mal, diese Party, die ist ein bisschen besonders. Die findet in einer Botschaft statt. Wir müssen uns ein bisschen schick anziehen. Echt? Mhm. Das sind Diplomaten und so. Es gibt also vielleicht nicht genau einen Dresscode, aber wir müssten ein bisschen schnittig aussehen, um uns einzufügen. Du weißt, was ich meine? Na ja, kann ich mir vorstellen. Ich war etwas benommen, aber versuchte damit locker umzugehen. Es ist ein ziemlich guter Gig. Wir kriegen beide 1500 Pfunde. Ich schwieg. Er schwieg. Es kam allmählich richtig an. Also das ist ein Gig, sagte er. Maximal 4 Stunden Arbeit und du musst es nur mit maximal einem Typen treiben. Es sei denn, du willst mehr, selbstverständlich. Er sah mich mit einem kleinen Hundeblick an, als ob er fürchtete, ich nehme es übel. Das Diana-Kleid war wirklich ideal, finde ich, fuhr er fort. Die Diplomaten werden total ausflippen. Du wirst the hit of the season sein. Und die Männer werden sehr hochwertig sein. Ich meine, super bien soigné und sehr leicht zufriedenzustellen. Ich meine, spießig, aber manchmal gibt es Sahneschnitten. Das ist eine Szene, die ich kenne. Ich sah mich um. Die extravaganten Gestecke, die Kellner in engen Hosen, Nick mit seinen goldenen Manschettenknöpfen. Das meiste, das ich je mit Sexarbeit verdient hatte, war 200 Pfunde. Und für die hatte der Kunde
zwei Massagen, zwei Fix und Frühstück bekommen. Und wann geht's los? Samstagabend, spät. Ich überlegte. Okay. Ich denke, ich bin frei. Flugunfähige Vögel was written and read by Robert Farah. The production of this podcast and the title music are also by Robert. See you next time.